Ja, sehr vieles ist neu am Baumeister. Wir haben uns die Aufgabe gesetzt, den Baumeister, sagen wir mal, von Grund auf zu überarbeiten. Und ein ganz wesentliches Ergebnis, zu dem wir gekommen sind, ist, dass wir die Monothematik des Heftes aufgeben zugunsten einer sehr klaren Vier-Rubriken-Struktur, die sich beschreiben lässt mit den Begriffen Köpfe, Ideen, Fragen, Lösungen. Das sind unsere Rubriken. In jedem Heft porträtieren wir die spannendsten Köpfe der Branche, bringen die interessantesten Ideen des Monats, stellen und beantworten ein paar große Fragen und bieten dem Architekten eine Anzahl an Lösungen für die tägliche Arbeit. Diese neue Struktur, denke ich, ist eine ganz, ganz wesentliche Veränderung. Und im Grundsatz haben wir probiert, den Baumeister wieder zurück zu seiner Identitätswurzeln zu führen, die nicht zuletzt auch im Journalismus liegen. Und wir haben gesagt, wir sind ein journalistisches Medium, betrachten Architektur konsequent journalistisch und beackern das Thema mit journalistischen Mitteln, beziehungsweise lassen es beackern von guten, erstklassigen Journalisten überall aus der Welt. Und ich denke, das ist uns schon mit der ersten Ausgabe ganz gut gelungen. Ja, wie soll ich das sagen, das war ein ziemlich guter Moment eigentlich, weil das Heft ja nicht nur einen neuen Anstrich bekommen sollte, sondern auch inhaltlich ganz neu aufgesetzt wurde. Und das ist ja eigentlich immer der beste Moment einzusteigen, weil man sozusagen ein ganzheitliches Heft machen kann und sich nicht nur darauf beschränkt, neue Schriften rauszusuchen, Sachen zu verändern, zu verbessern. Das heißt, es ist eigentlich für uns auch ein idealer Moment, um mit einzusteigen. Und außerdem haben wir eigentlich schon fast für jede Branche mal gearbeitet, aber eben noch nie, obwohl es uns so nahe ist, ja auch hier im Büro, ein Architekturmagazin gemacht. Und deswegen hat es eigentlich auch besonders gefreut, jetzt dieses Heft zu machen. Und mir gefällt die erste Nummer auch wahnsinnig gut. Und das Tolle ist, dass wir ja ab jetzt die Hefte auch wirklich weitermachen und nicht einmal neu entwickeln und dann abgeben, sondern das ist ja auch so ein dynamischer Prozess. Wir betreuen das Heft einfach weiter und ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie, sagen wir mal, Ausgabe 5 aussieht. Ich finde es ja eigentlich gar nicht so wild, wenn man bedenkt, dass das ganze Heft eigentlich nur aus einer Schrift entstanden ist und auch von dieser Schrift nur ein Schriftschnitt. Natürlich haben wir vielleicht im Architekturbereich auch ein bisschen ungewöhnlich viele kleinere Elemente. Es gibt Kästen und es gibt Hervorhebungen. Wir haben schon versucht, sozusagen eine gesunde und intelligente Leserführung auch in dieses Heft einzubauen. Und vielleicht wirkt es deswegen ein bisschen wild. Ich empfinde das eigentlich überhaupt nicht so. Ich glaube, man muss sich einmal kurz darauf einlassen, auf das Heft anfangen zu lesen und dann fällt einem auf, dass das alles eigentlich ziemlich gut funktioniert und auch sehr interessant ist. Ich glaube, eine sehr starke Geschichte ist die Titelgeschichte, die sozusagen paradigmatisch die Architekten heißt, wo wir einfach eine große Architektenbefragung selber als Verlag durchgeführt haben, mit 33 großen Architektenbüros gesprochen haben und ihnen mal auf den Zahn gefühlt haben in Sachen Selbstbild, wie arbeiten die Leute, wie informieren sie sich, wie gewinnen sie Pitches, womit verbringen sie ihren Tag und auch wo liegen sozusagen die Ängste von Architekten. Das ist eine Geschichte, die, finde ich, sehr, sehr stark ist, von Wolfgang Bachmann, unserem Herausgeber, geschrieben. Und Gott, wenn ich das Heft so durchblättere, mir gefällt die Reportage aus L'Aquila sehr gut, aus Italien, wo wir, ich glaube, 2 Jahre nach der Katastrophe hingefahren sind, oder der Jan Rübel ist für uns hingefahren, ein Theodor-Wolf-Preisträger, und hat einfach geguckt, wie weit ist man denn mit dem Wiederaufbau gekommen. Da gibt es ein sehr groß angelegtes Wiederaufbauprogramm von Berlusconi. Ergebnis leider, sonderlich weit ist man damit nicht gekommen. Auch eine sehr, sehr bildstarke und sehr, sehr lesenswerte Geschichte. Was ist dein Highlight? Ich kann eigentlich gar keine Geschichte so wirklich als Einzelne hervorheben. Was mir gut gefällt, ist, dass man sozusagen, ohne dass man jetzt so viel aus so vielen verschiedenen Geschichten schöpfen konnte, um ein Heft zu komponieren, weil die Themen auf eine Art gesetzt waren, hat man es trotzdem geschafft, so ein in sich schlüssiges Heft zu komponieren. Und es folgen so die richtigen Geschichten aufeinander und es kommen Personen vor und es kommen klassische Architekturthemen vor und es kommt eben auch eine Reportage vor. Und ich glaube, dass das so einfach ein sehr interessantes Heft ist und auch sozusagen im Ablauf, in der Struktur gut funktioniert. Und das finde ich eigentlich auch das größte Kompliment, was man so einem Heft machen kann.